Hallo und willkommen, ja, hallo, wenn du da bist und dich wunderst, das ist tatsächlich Clash Royale, was wir jetzt hier heute spielen wollen und, ja, so sieht das aus. Ich habe gehört von dem guten Hopfen und Malz, aka Iron Man aus meinem Clan, das ist wohl seit dem Update, gibt es irgendwo eigentlich die Patch Notes dazu. Ich habe echt schon so lange nicht mehr gespielt, es ist unglaublich. Ich hab absolut keine Ahnung von den neuen Karten, ich habe keine Ahnung, was es sonst noch so gibt. Ich habe gesehen, es gibt hier Sonderbelohnungen. Heißt das so? Ich bekomme eine Truhe gratis. Also, ich habe gehört, es gibt ganz viele Belohnungen, die man jetzt einsammeln kann, wenn man jetzt halt länger nicht gespielt hat. Und ja, das ist wohl das hier. Alter! Ich bekomme alles, was hier ist, von hier bis da. Von hier bis da, alles. Ich bekomme es alles. Und das wollen wir jetzt alles einsammeln. Und mal gucken, was wir da rausbekommen. Vielleicht ist auch eine Legendary dabei, das weiß ich nicht. Viele haben gesagt, spiel mal wieder Clash Royale. Und ich habe mir gedacht, komm, das machen wir mal. Und wenn ich mehr Clash Royale aufnehmen soll, dann lasst mal eine Bewertung da. So. Ja. Pest oder Cholera? Wir wählen das. Wir holen uns jetzt die Goldruhe. Also, Hopfen und Malz hat gesagt, es wird Minimum 5 Minuten dauern, bis man mal alles eingesammelt hat. Ich bin sehr gespannt, was jetzt alles drin ist. Oh, Gold. Haben sie schön gemacht. Muss man ja auch mal loben. Haben sie schön gemacht. Au. Nehmen wir den Jäger. Ah, ich kann die ganzen Karten noch, ich kann die ganzen Karten noch. Da ist es im Endeffekt egal. Mehr oder weniger, was wir nehmen. Eine Goldtruhe. Da muss doch mehr gehen, oder? Ich will Legendaries haben. Ich weiß auch gar nicht, was es mittlerweile gibt. Es gibt... Ah, wie hieß denn die Olle nochmal? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir gleich mal gucken. So, Grabstein. Perfekt. Noch mehr Gold. Klar. Alter, was ist hier los? Wenn du das länger nicht gespielt hast, es ist unglaublich, was sich getan hat. Du erkennst das Spiel nicht mehr wieder. Du erkennst es nicht mehr wieder. Na gut, klar, wir brauchen natürlich Gold. Gute Karten brauchen wir auch. Ich spiele immer noch mein Standarddeck von vor, ich glaube, wann habe ich das letzte Mal richtig Clash Royale gespielt? Vor anderthalb Jahren ungefähr? So. Also ungefähr, ja, anderthalb Jahre ist es bestimmt schon her. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nach oben, holen uns weiter Gold. Oh, ja. Manche Karten sind so low bei mir. Das kommt mir so komisch. Oh, eine Riesentruhe. Da habe ich doch noch die Fachbegriffe drauf. Also Gold. Okay, Königsschweinchen habe ich keine Ahnung, was die können. Ich weiß, was der Golem kann. Königsrekruten weiß ich, was sie können. Und die Flugmaschine weiß ich auch, was sie können. Das war noch so, glaube ich, meine letzte Karte, die ich noch gespielt habe. Es muss schon... Ich glaube, es ist ein Dreivierteljahre her. Dass ich das letzte Mal gespielt habe. Gold. Es sind einfach so viele Kisten. Das ist ja unglaublich, dass sie das... Also, ich weiß auch nicht, wie genau läuft das denn jetzt hier ab. Wenn ich jetzt quasi das hier alles einsammle, dann ist die Saison vorbei. Dann weiß ich, ich kann nicht unter 4000 Pokale fallen. So war das, glaube ich, ne? Das haben sie ja irgendwie geändert. Aber wie ist denn das mit den Belohnungen? Kriege ich dann immer nach der Saison diese Belohnung für meine, ja, für meine Liga? Oder wie läuft das ab? Tut mir leid, wenn ich da keine Ahnung von habe. Aber wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Oh, eine Magietruhe. Wir können ja mal eben gucken, was da noch so ist. Bauarbeiterwerkstatt. Gibt es irgendwie noch was Cooles? Ein X-Bogen. Oh. Hey, schönes Ding. Da gibt es noch einige gute Sachen. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Da war ich stehen geblieben. Alter, wie viel wir noch aufmachen müssen, ist ja unglaublich. Komm, gib mir eine Legendary. Gib mir eine. Ja, wir haben eine. Koboldriese. Okay. Vielleicht ist ja eine neue. Wer weiß? Okay, die Banditin, das weiß ich noch. Die hübsche kleine Banditin. So, mal gucken. Ofen ist richtig gute Karte. Zumindest war sie das damals. Wer weiß, was sie wieder gedreht haben an den Balance-Änderungen. So. Gift. Ja, Alter, wie viel wir noch aufmachen müssen. Einfach nur. Es ist ja unglaublich. Ich habe auch gerade mal in den Chat reingeschrieben. Beziehungsweise ich habe nicht reingeschrieben. Ich habe einfach ein paar Smileys gespammt. Wie immer also. Als wäre ich nie weg gewesen. Boom. Boom, 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 boom. Oh. Ah, geil. Clash Royale wurde beendet. Das ist schön. Clash Royale wurde gerade bei mir beendet. Spielt es nicht auf dem Emulator, Leute. Er stürzt ab. So, ich wollte eigentlich gerade was schreiben. Ah ja, noch mehr. Wir holen noch mehr Belohnungen. Ich muss mir eben nur ganz kurz mein Bild synchronisieren. Deswegen drücke ich mal 1, 2, 3. So, sind wir da drin. Und guck mal, wir nehmen die Rakete.
Ich weiß noch, wo damals die ganzen Leute Rakete gespielt haben und dann haben sie die gegnerischen Türme einfach damit immer möglichst zerstört. Verteidigt bis hinten gegen und dann, ja, einfach irgendwann mal ab und zu eine Rakete auf den gegnerischen Turm drauf gedroschen. Gold? Sehr gut, komm. Oh, ja, eine legendäre Truhe. Was ist drin? Natürlich eine Legi. Was für eine wird sein? Okay, Nachthexe. Level 11? Ach ja, die haben das ja geändert mit den Leveln. Ich dachte gerade schon, hä, wieso ist meine Nachthexe so hoch? Okay, mal gucken, es war auch ein bisschen, man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich besser so, dass sie es gemacht haben, weil sonst ist es ein bisschen verwirrend. Die Rabauken habe ich noch gekannt von damals. Das war halt schon die zweite Legi. Das war halt schon die zweite Legendary. Die Musketierin, oh, die könnten so viele schöne Truppen aus diesem Spiel nach Clash of Clans bringen. Ein paar machen wirklich Sinn. Also man muss ja auch wirklich mal loben, von der Kreativität her, teilweise wirklich gute Sachen dabei gewesen. Oh, die epische Truhe. X-Bogen. Klonzauber. Oh, das ist das Klondeck, was ich aktuell noch spiele. Das ist so episch. So, natürlich den. Oh lol, da fehlen mir noch so viele Karten. Nochmal 1700 Gold. Ah, so viele geile Karten, die sie nach Clash of Clans bringen könnten. Das wäre so göttlich. Ich würde so feiern. Bowler. Oh. Wir sind weiter, wir sind fertig, ne? Jetzt kommt die Dschungel-Arena. Okay. Oh mein Gott, wie viel wir noch machen müssen. Wir nehmen natürlich die Rabauken. Habe ich noch nicht so hoch. Kriegen wir eigentlich noch eine Super-Magie-Truhe irgendwann? Ich würde es feiern. Ich würd's feiern, wenn wir noch eine Super-Magie-Truhe bekommen würden. Aber ich muss natürlich schon sagen, danke auf jeden Fall Supercell, dass sie überhaupt die ganzen Sachen jetzt hier rauskloppen. Beziehungsweise damals schon rausgekloppt haben, als das Update rauskam. Ich nehme das ja jetzt, glaube ich, ein paar Wochen zu spät auf eigentlich. Aber ich dachte mir, wir machen das heute mal. Mini-Bäcker, komm, noch eine Legendary. Na, keine Legendary, keine Legendary, keine Legendary. Okay, Elite-Barbaren, die waren damals ziemlich stark. Habe ich jetzt auf... das ist so eine... Ach, wie nennt sich das Ding denn nochmal? Blitzschläge, genau, so eine Blitztruhe. Bedeutet, damit kann ich... Mit Blitzschlägen kannst du Karten ersetzen, nachdem du die Truhe geöffnet hast. Habe ich... Wie mache ich das? Ach, nachdem ich die Truhe geöffnet habe, ich bin blöd. Ach, jetzt habe ich übersprungen. Jetzt habe ich die Blitzschläge übersprungen. Alles klar. Die Königsschweinchen nehmen wir natürlich. Gold. Ah, ich brauche noch eine legendäre Karte einfach. Warum? Ach stimmt, ich hätte die eben gar nicht bekommen können, weil die in der Arena gar nicht verfügbar ist. Ich bin so blöd. Wir hätten die neue legendäre Karte gar nicht bekommen können. Selbst wenn wir es... Ja, selbst... Das ging gar nicht. Es ging überhaupt nicht. Riese... Skelettfass, ja, sieht auch gut aus. Alter, es ist immer noch kein Ende in Sicht. Ah, die Seppis, die sind auch gut. Zwei Nummer 2500 Gold. Oh, der E-Drag. Hui, den habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe natürlich viele Karten nicht gespielt. Lakaienhorde, okay. Mehr Gold. Wie viel Gold werden wir gleich haben? Viel wahrscheinlich. Oh, neues Emote. Neues Smiley. Spiegel. Spiegel ist eine meiner Lieblingskarten zusammen mit dem Klonzauber. Oh, ist noch eine legendäre Truhe. Was wird es wohl sein? Nein, ist das... Ach nee, das ist keine Legende, das ist eine Auswahltruhe. Upsi, pupsi, es ist eine Auswahltruhe. Naja. Koboldete. Yep. Elixiersammler. Die Fledermäuse. Boah, sich die ganzen Namen zu merken, ey. Das wird Jahre dauern. Oh, wir haben eine. Oh, wir haben eine. Wir haben eine neue Legendary. Die dritte. Dann nehmen wir natürlich den Eisgeist. Weil ich da nur noch zwei weitere brauche. Noch mehr Gold. Warte mal, was ist das hier? Aber wir sind fertig. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Wir haben alles eingesammelt. Ich habe 71.961 Gold. Okay. Wir brauchen ja 5 Leute für den CW. Okay. So. Wir haben eine Truhe. Die öffnen wir auch mal eben schnell. Passt. Wir können auch was verbessern, glaube ich. Ich weiß halt nicht, welches Deck. Wollen wir uns mal ein Deck kopieren? Emote-Deck. Alter. Das ist nicht das Deck, was ich spiele. Das Deck, was ich spiele, ist. Das, glaube ich. Oder das? Ne, warte mal. Das ist mein Standard-Deck. Also Deck 3 dürfen wir nicht verdummdödeln. Ah, der Iron Man. Da ist er doch. Wir werden uns jetzt ein Deck kopieren von Iron Man. Okay. Wie gesagt, wir dürfen es überall hin kopieren. Gib mal. Moment. Gib mal ein gutes
Deck. So. Wir probieren das Deck jetzt aber mal aus. Das ist das Deck, was wir uns gerade kopiert haben. Okay, ich muss mal eben ganz kurz nachvollziehen, was jetzt hier der Sinn von diesem Deck ist. Alles klar. Sie sind sogar halbwegs gut gelevelt, die Karten. Warte mal, was können wir verbessern? Oh, Schwein! Schweinereiter geht auf 12, perfekt. Und dann würde ich sagen, nicht lachen, wenn ich jetzt auf den Sack bekomme. Nicht lachen! 3, 2, 1 und go! Gegen? Ich werde ihn eh muten. Zulu Guru. Silent Players. Na, das passt ja, dass ich dich jetzt mute, mein Freund. Wir haben keine Karte, die ich jetzt großartig spielen kann. Oh. Ich weiß halt nicht, wie gut das jetzt ist. Wie gut ist ein Level 10 Funky? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele auch gerade, habe ich das Gefühl, viel zu offensiv. Habe ich das Gefühl, dass ich zu offensiv spiele? Habe ich das Gefühl? So. Okay, wir müssen mal eben ran. Wir müssen den Funky zerstören. Okay. Interessanter Start. Stimmt, das ist der Sepp, den brauchst du für den Turm, wenn du das Schweinchen setzt. Okay. Mal gucken, ob Iron Man's Deck was kann oder nicht. Ein Funkel kommt durch. Wir haben unseren ersten Schaden. Ist die Frage. Das ist jetzt die Frage der Fragen, was wir tun. Oh, Baby Dragon habe ich immer gehasst als Truppe, weil der echt mega stark ist. Okay, dann gehen wir von der anderen Seite. Dann gehen wir von der anderen Seite vor und gucken mal. Vielleicht setzt er was dahin. Macht nix. Lol, Doppelfunky. Doch, willst du mich veräppeln? Er setzt tatsächlich den Doppelfunky. Aber dadurch, dass wir den Ofen haben, kriegen wir ihn immer ganz gut gekontert. Eigentlich im Endeffekt auf beiden Seiten. Er kommt nicht durch. Er kommt einfach nicht durch. Danke, Iron Man. Ich danke dir jetzt schon für dein Deck. Komm. Nein, das ist nicht gut. Ist gar nicht gut, was jetzt passiert. Iron Man, ich hasse dich für dein Deck. Iron Man, ich hasse dich für dein Deck. Wir haben verloren. Wir haben den ersten Turm verloren. Nein, wir haben nicht insgesamt verloren, nur den ersten Turm. Pekka habe ich noch kein einziges Mal gespielt. Doch einmal am Anfang. So. Komm. Ich muss ja irgendwie durchkommen. Also nützt ja alles nichts. Müssen wir jetzt hier jemand zu Potte kommen. Aber es wird nicht einfacher. Es wird definitiv nicht einfacher. Komm. Lauf doch weg, Alter. Kommt er wieder durch mit seinem verdammten Riesenskelett. Ja, komm, setz sie. Setz sie hin. Ist mir egal. Oh, wir sind auch durch. Doppelt durch. Ja. So kann man das Spiel drehen. So wird das gemacht. Und jetzt habe ich dich, Kollege. Jetzt kommt die Pekka-Offensive. Jetzt wird nur noch verteidigt. Jetzt kann auch ich seinen Funky setzen. Wird er auch machen wahrscheinlich. Aber es nützt nichts mehr. Wir haben gewonnen. Wir gewinnen. 4, 3, 2, 1. Und aus. Da kriegt er jetzt alle Smileys ab. Iron Man hat einen Kampf. Damit habe ich gerade gewonnen. Vorher können wir was anfordern. Irgendwas Sinnvolles am besten. Irgendwas richtig Cooles. Hier zum Beispiel die Königsrekruten. Und wir wollen jetzt natürlich auch mal gucken, ob wir nicht eine von diesen neuen Karten mal verbessern. Mal gucken, was wir da haben. Also, wo hatte ich das denn gesehen? Ah, hier. Die Schweinchen, die können wir machen. Und ansonsten noch die Königsrekruten, die... Nein, nicht wählen. Nein. Wir wollen sie ja verbessern. Also, für 150. Okay, ich habe die so low. Nochmal, für 400. Und nochmal, für 1000. Und das war's. Ansonsten können wir noch den Schneeball verbessern. Ich habe noch 18.000 übrig an Gold. Das passt. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob ich jetzt regelmäßig Clash Royale spielen werde. Das kann ich nicht versprechen. Wenn ihr das wollt, dass ich das mache, vielleicht werden wir auch mal anders. Wir werden wahrscheinlich andere Videos machen. Wir werden wahrscheinlich Videos machen, wo wir auch mal ein bisschen rumtrollen, wo wir ein bisschen Spaß haben, wo wir nicht jetzt so ultra auf Pokale pushen oder sonstige Geschichten, wo wir einfach Spaß haben. Wo wir wirklich einfach Spaß haben an diesem Spiel zusammen, wenn ihr das wollt. Und dann würde ich sagen,
Sehen wir uns später wieder. Leute, die haben so den Erdbebenzauber nach Clash Royale gemacht. Schande über euch, ehrlich. Schande über euch. Ah, hier, sie habe ich gemeint. Widderreiterin, ihn kenne ich ja schon, den Magieschützen. Alles klar, das war's. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Kinda feels like this.